Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de. Ich wurde gefragt, wie man die Summe der Ausgänge zählen kann. Man sieht hier jetzt also die geschalteten Ausgänge und hier drunter sieht man, wie die Logo die zusammenzählt, je nachdem, wie viele gerade eingeschaltet worden sind. Ich habe dazu jeweils an den Ausgang eine arithmetische Anweisung gemacht und verknüpfe die mit noch einer arithmetischen Anweisung und zähle die. Ich habe jetzt nicht, also man kann ja normalerweise sagen, wenn ich einen geschalteten Ausgang haben möchte, gehe ich über On-Off und sage jetzt hier einen Digitalausgang und bestätige das Ganze und habe jetzt hier den Digitalausgang drin. Ich habe jetzt, damit ich die Zahlen hier oben drin habe, also dass das quasi plus 1 wird, habe ich einfach die arithmetische Anweisung genommen und habe hier den aktuellen Zustand als Anzeige genommen und eben nicht den Ausgang, den man normalerweise schaltet. Und damit rechnet er hier jeweils dann die Ausgänge zusammen. Und wenn ich jetzt die Ausgänge eben einschalte, dann zählt er jetzt die passenden Ausgänge zusammen, die gerade geschaltet sind.